laufen rum, die skandieren, die haben Häuser, die mit Fahnen dekoriert sind, wo man denkt, man wäre ein paar Jahrzehnte zurück. Und das erschreckt ungeheuer. Und das ist hier die Emscher Straße 2. Das sind also die beiden Häuser, die hier ausschließlich von Nationalsozialisten bewohnt werden. Herr Wolter, was wollen Sie erreichen mit den Demonstrationen? Ich habe heute Morgen gesagt, dass ich für die Bild-Zeitung kein Statement abgeben werde. Warum nicht? Doch reichen. Lügenpresse. Es ist nicht wie früher, man traf sich in der Kneipe unter der Fahne und haute da Parolen raus, sondern heute trifft man organisiert sich um einzelne Menschen rum. Das sind einzelne Typen oder Figuren oder Führer von mir aus auch, die dann Leute anziehen. Ich habe gehört, es haben Polizeibeamte im hinteren Teil des Zuges Äußerungen ungefähr des Inhaltes Jude, NSU 2.0 gehört. Ich bitte, Äußerungen dieser Art zu unterlassen.